Moinsen! Ja, und schon wieder geht's weiter mit Cape Boom. Und heute haben wir das Vanille-Kustard mitgebracht. Auch hier Dosierempfehlung von 7 bis 4%. Das hat ich noch andersrum gesagt. Eine Dosierempfehlung von 4 bis 7%. Und das Ganze hat eine Reifzeit von 1 bis 3 Tage. Also ziemlich Standard. Und ich denke mal, Cape Boom guckt im Moment, dass er fast, ja, sich immer so zwischen den 4 und diesen 10% irgendwie aufhalten, ist mir jetzt aufgefallen bei den neueren Auflagen. Die ist auch noch ganz frisch hier und die klebt noch das Etikett. Das mag ich eigentlich gar nicht so, aber das ist halb so wild, das ist nicht schlimm. Hier auch nochmal, das ist meine reine persönliche objektive Meinung über das Produkt. Selbstverständlich habe ich das auch selber gekauft. Rechnung ist vorweisbar, wer sie sehen will. Mir ist es irgendwie zu blöd, es immer wieder darin zu hallen, alles ganz ehrlich. Und ich lese euch immer kurz vor, wie Boom Kustard beschrieben wird. Das K-Boom Kustard Aroma ist unser Vanillepudding mit einer leichten Süße und einer Karamellnote. Wer meine Reviews von früher noch kennt, der weiß ganz genau, dass ich sehr vanillekritisch bin, was das angeht, weil ich finde es halt einfach nur extrem schwer, eine leckere und eine gute Vanille hinzukriegen. In dem Fall gucken wir hier mal, wie es aussieht, weil es ist ja keine reine Vanille, hier geht es ja auch um Vanillepudding. Da ist ja auch wieder das Ganze mit einer gewissen Süße verbunden und dann halt zusätzlich noch Karamell. Bei Karamell finde ich das genauso schwer, ein vernünftiges, leckeres Karamell hinzukriegen. Ich habe schon so viel Karamellaromen gehabt, die quasi innerhalb von der kürzesten Zeit im Mülleimer gelandet sind, weil sie einfach, weil sie undampfbar waren, weil sie einfach geschmeckt haben wie der letzte Arsch, weiß ich nicht. Da bin ich ehrlich, da kennt er mich. Deswegen gucken wir jetzt, was Boom Kustard kann. Ich habe schon den einen oder anderen Tank damit durchgedampft und es war angenehm, es war okay, sagen wir es so. Man schmeckt, dass es sich um Vanille handelt und man schmeckt auch wirklich, dass es sich um Karamell handelt. So, wenn ich jetzt das mal mit anderen Vanillepuddings vergleiche, bleibt mir leider dieser intensive Vanillepudding-Geschmack irgendwo auf der Strecke, weil ich finde, Vanillepudding ist eigentlich ein geiles Aroma, je nachdem von welchem Hersteller man es hat. Das macht auch immer sehr, sehr viel aus, ganz ehrlich. Allein schon die ganzen Inhaltsstoffe, wo da reingehören, dass es dann halt wirklich so gut schmeckt. Der Vorteil hier wirklich beim Boom Kustard ist meiner Meinung nach, dass Vanille schmeckt hier nicht nur Maggi. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Vanillearomen, die kristallisieren sich nachher so ganz eigenartigen Geschmack nach Vanille, nach Maggi raus. Ich weiß nicht, von was das kommt, vielleicht ist es dann zu intensiv im Herstellungsprozess gemacht worden, keine Ahnung. Und hier ist es wirklich nicht so, hier schmeckt wirklich dieses Karamell und dieses Vanille harmonisieren super zusammen, was es angeht. Ich denke mal, die Süße vom Vanillepudding ist irgendwo vorhanden, aber man filtert sie nicht so wirklich raus. Also ich kann sie jetzt nicht so rausfiltern. Aber es wäre auf jeden Fall all-day-fähig, also muss ich sagen. Also es ist nicht so aufdringlich und das finde ich immer ganz wichtig bei Vanille, weil wenn es zu aufdringlich wird, entwickelt sich meiner Meinung nach in diese Maggi-Schiene. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung, ich bin kein Chemiker oder was auch immer. Ich kann euch nur sagen, was ich so empfinde bei dem Liquid quasi. Ne? Und hier wirklich, es kommt alles ganz soft drüber. Alles wirklich angenehm, wie es sein soll. Ne? Für den einen oder anderen, der auf sowas steht. Vielleicht könnte ich auch sagen, ich müssen wir noch ein Prozentchen, zwei, vielleicht mehr reinmachen. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen intensiver, was den Vanillegeschmack angeht. Das werde ich auch nochmal probieren. Wenn es was gebracht hat, werde ich euch dann natürlich dann irgendwie auf dem Laufenden halten. Dann mache ich halt hier irgendwie ein kurzes Shortout, K-Boom, Kustard, Update oder 3 oder 1.0 oder sowas, wenn sich was verändert hat. Ansonsten, wenn sich nichts verändert hat, wie gesagt, ich habe es ungefähr mit 10% angemischt wegen dem Max-VG. Muss ich halt auch immer ein bisschen rumspielen oder ausprobieren, pendeln, wie es denn dann bei mir am besten passt. Aber ich habe irgendwie so mein Gefühl rausgekriegt, wie ich meine Aromen
im Liquid dann anmische oder in der Basis besser gesagt, Entschuldigung, anmische und so mische ich jetzt schon, keine Ahnung, ey. Über ein Jahr, anderthalb oder so mische ich jetzt schon Pi mal Auge meine Liquids an und haben bis jetzt eigentlich immer geschmeckt, außer wenn man wirklich einen Geschmack hatte, der war. In dem Sinne, Freunde, genug Smalltalk, genug Quatsch gelabert. Wenn ihr Bock habt auf so ein Aroma, dann geht da mal bei www.k-vapedampfshop.de. Der Link befindet sich natürlich unten in der Infobox. Das Ganze kostet dafür 5,90 €. Also das ist vollkommen okay. In dem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten K-Boom-Video.